herzlich willkommen zu Musel Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musel Talk Stammtisch News der Woche. Aber das ist nicht ganz richtig, denn wir haben eigentlich nur eine News und das ist Cubase 7. Und mit mir darüber reden wird hier im Studio der Stefan Bahr. Hallo Stefan. Hallo Non-Erik. Du warst schon lange nicht mehr hier, ne? Ja, ungefähr ein Jahr her. Du kennst doch noch gar nicht die neue Beleuchtung, die neue Deko, alles Hammer. Neu. Hammer. Hammer, wa? Ja, echt aufgerüstet hier. Mehrere aufgerüstet. Die Kameras werden auch immer irgendwie größer, ne? Nein. Die haben wir auch schon. Die haben wir schon ein bisschen länger. Okay, gut. Dann haben wir dabei den Helge Vogt, ehemaliger Arbeitskollege. Hallo. Hallo. Von Steinberg. Direkt in Hamburg. So, von der neuen Location schon? Na, ja, klar. Natürlich. Klar, ne? Judy. Hamburg City, grüßt. Genau, jetzt wird es auch eingeblendet, jetzt endlich wieder aus der City. Helge Vogt Steinberg und du machst Cubase Product Marketing. Ganz genau, das ist mein Job sozusagen. Das heißt also, du bist hier der absolute richtige Ansprechpartner, um zu klären, warum denn diese Features gerade eingebaut wurden und nicht andere. Richtig? Ja, ich kann es aufklären. Alles klar. Dann haben wir dabei den Holger, Mr. Cubase auch genannt, weil er, wenn einer sich wie Cubase auskennt, dann kann es nur der Ching sein. Er hat ein 300 Minuten oder Stunden Video gemacht als Videoanleitung für Cubase 6.5. Aber das ist ja jetzt schon veraltet, ne? Schade auch. Das ging schnell, genau. Wa? Und deshalb muss ich mich ranhalten, dass ich da auch demnächst was Neues abliefere. Aber da wird was kommen. Schönen genau. Guten Tag aus dem Rheinland. Das ist heute ein historischer Tag, weil ich habe gehört, dass in Hamburg das Wetter mal besser ist als bei uns hier. Aber das ist eine ganz, ganz große Seltenheit. Absolut. Und du hast natürlich Cubase 7 schon getestet. Du bist Beta-Tester, bist ja praktisch schon seit der ersten Stunde dabei. Mhm. Und du lieferst auch zu, ne, bei Steinberg. Genau, ich habe auch jetzt wieder für diese Halion Sonic SE Sounds, die da neu mit dabei sind, einen großen Teil dieser Sounds programmiert. Klasse. Dann haben wir dabei den André Dubke. Hallo André. Hallo, moin aus Malaga. Und du hast eine Probefahrt gemacht mit Cubase 7, richtig? Genau, ich bin schon kräftig am Probefahren hier und bin ja auch Beta-Tester seit den 64-Bit-Anfängen. War jetzt leider nicht ganz so aktiv aus Zeitgründen, aber ich habe jetzt wieder auch mit Windows 8 direkt getestet. Na, klasse. Dann können wir im Prinzip nicht nur einfach darüber schwadronieren, was wir glauben, was gut ist und was nicht gut ist oder was man hätte anders machen sollen oder was man absolut super richtig gemacht hat, denn wir haben zwei Leute in der Leitung, die das Programm tatsächlich schon benutzen, ne? Was wir leider nicht konnten bis jetzt. Aber das werden wir dann sehr schnell nachholen. Ne, Helge? Ganz klar. Super. Bevor wir uns jetzt in die Materie hineinstürzen, noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Am Montag seht ihr das hier. Das ist im Prinzip nicht so nötig, weil das meine Vorstellung der Gibson Les Paul Standard. Allerdings ein klein anderes Konzept. Ich zeige in der Sendung, was für einen gravierenden Unterschied es macht, ob man auf einer Single Coil Strat spielt oder auf einer Les Paul Humbucker. Denn das hat tatsächlich so viel Auswirkungen, dass zum Beispiel Modeling-Effekte, die mit der Strat wunderbar funktionieren, grausam klingen mit der Gibson und umgekehrt. Und deswegen werde ich in der Sendung hauptsächlich das Thema behandeln, habe ich denn auch wirklich die richtige Gitarre für den Sound, den ich eigentlich machen möchte. Das seht ihr hier am Montag um 6 Uhr cool. Auf Musel Talk. Angezerrt. Cool. Super. So, jetzt hatten wir ja im Vorfeld unsere Zuschauer gefragt, was wir denn für Fragen stellen sollen. Und da habe ich hier ein Riesenpaket. Deswegen müssen wir jetzt richtig Gas geben, richtig anfangen. Und das größte Thema ist ja nun, du hast es dir auch gerade angeguckt, Mixer, ne? Mhm, ja, genau. Neue Aufteilung, neue Grafik, genau. Neue Farben. Genau. Finde ich sehr mutig, ehrlich gesagt. Der erste Eindruck ist aber sehr gut. Ja. Ne? Das war so echt überschaubar, mausfreundlich, würde ich sagen. Mhm. Es ist aber so, Stefan, dass ja natürlich du gar kein Cubase-User bist. Mhm. Und als Cubase-User würde ich jetzt erstmal einfach sagen, das ist ja die Sequelisierung von Cubase. Hilfe, stopp! Und da haben wir hier auch schon im Vorfeld lange diskutiert, uns das nochmal angeschaut, sind dann aber zu dem Schluss gekommen, dass man darüber erst urteilen darf,
wenn man ihn auch benutzt hat. Denn wie er aussieht, ist gut und schön, aber mich interessiert hauptsächlich, was das in der Funktionalität bringt. Da frage ich jetzt gleich mal den Ching. Ching, ich hatte immer große Probleme mit dem Cubase-Mixer, weil es relativ schnell unübersichtlich wurde. Ne? Also kann ich nur, da auf dem einen Channel sehe ich Inserts, auf dem anderen sehe ich Send-Effekte, alles so ein bisschen durcheinander. Was hat sich denn da für mich jetzt mit dem neuen Mixer deiner Meinung nach verbessert? Also zunächst mal vielleicht eine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Als ich mir mein letztes Auto neu gekauft habe, habe ich auch erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und Hilfe gesagt, weil alle Bedienelemente irgendwie anders waren. Die Handbremse war nicht mehr da, wo man dachte, wo sie ist, sondern die ist irgendwie unten an der Konsole. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, will man das nicht mehr missen. Und meiner Meinung nach gilt das Gleiche auch für den Cubase-Mixer. Ich habe am Anfang auch erstmal gedacht, ach du lieber Gott, da muss man sich ja komplett neu reinarbeiten. Und das ist es auch. Also das ist die einzige Hürde, die man nehmen muss. Man muss sich an den neuen Mixer gewöhnen. Wenn man einmal damit gearbeitet hat und das Grundkonzept begriffen hat, ist es meiner Meinung nach sowas von schnell und effektiv, damit einen anständigen Mix zu machen, Dinge zu laden, weil man das Ding auch komplett über die Tastatur bedienen kann. Also ich habe zum Beispiel den letzten Mix, den ich gemacht habe, komplett nur über die Tastatur bedient. Da habe ich im Prinzip keine einzige Maus mehr angefasst, weil ich Wert und sowas alles wirklich ganz intuitiv und schnell einstellen kann. Also wie gesagt, es ist eine Umgewöhnung, das muss man sagen, aber es ist definitiv ein Benefit, das Ganze. Und die Screenshots, die so im Netz aufgetaucht sind von dem Mixer, wo viele Leute sagen, ah, das sieht ja sehr bunt und alles aus, das ist natürlich jetzt eigentlich kein gutes Beispiel dafür, wenn man einen übersichtlichen Mix haben will, weil der ist natürlich jetzt auf einem riesengroßen, wahrscheinlich 27 Zoll gemacht worden, dieser Screenshot. Hier der, ne? Ja. Hollalala. Kriegt man Angst, ne? Und zurecht basteln, wie man das möchte. Und wirklich, ich arbeite mit dem Mixer auch an einem 27 Zoll, aber auf der anderen Seite auch auf einem Laptop-Bildschirm. Und ich muss sagen, ich komme eigentlich auf beiden Rechnern wunderbar mit zurecht. Jetzt hast du einen wichtigen Punkt erwähnt. Denn der neue Mischer, Stefan, der ist skalierbar. Den kann man einfach so ziehen, dann wird das wirklich alles größer und kleiner. Das können ja eigentlich die wenigsten digitalen virtuellen Mischpulte, soweit ich das... Oder das kann ist, das nee, Pro Tools? Nee, nicht, dass ich wüsste. Kann keiner. Das ist auch eine Sache. Kann keiner außer uns. Guter Punkt. Nicht schlecht. Ja, das ist mir nämlich aufgefallen. Da habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich so ein Ding, dass man das einfach mal kleiner schieben kann, größer schieben kann, Laptop-Bildschirm, großer Bildschirm. Und vor allem für alte Männer ist das ja zum Beispiel super, weil ich kann mir dann einen kleinen Mixer riesengroß ziehen. Ne, Helge? Ja. Ist es denn jetzt auch so, Helge, dass ich Insert- und Send-Effekte gleichzeitig sehen kann da drin? Ja. Ja? Du kannst alles gleichzeitig sehen, wenn du es willst. Und ich will vielleicht auch noch ein kurzes Wort verlieren, was Ching eben gerade auch gesagt hat. Klar, es ist eine Umgewöhnung, aber du kannst dir im Prinzip den alten Mischer komplett zurückholen, indem du dir nämlich einfach nur die Inserts einblendest oder nur die Sends. Aber das ist ja genau das, was eigentlich ganz viele Anwender eben nicht mehr wollten. Sie wollten eben die Inserts und die Sends zusammensehen. Und jetzt kannst du, wenn du willst, alles zusammensehen. Alles klar. Jetzt habe ich, das heißt also, das größte Problem, was ich mit dem alten Mischer hatte, ist jetzt entschärft. Und ich glaube, du musst dein Mikrofon stumm schalten, wenn du nicht sprichst, weil sonst rauscht es so. Aber das kam gerade aus der Regie. Wie mache ich das? Ja. Wir machen doch hier für Audio Leute in eine Sendung. Ich krieg's hin. Da müssen wir auf sowas natürlich Rücksicht nehmen. Ich mute mich. Ich guck jetzt mal, ich hatte mir doch noch eine Frage für den Mixer aufgeschrieben. Farben im Mixer, haben die eine Bedeutung? Das war eine Frage von mir, weil ich gesagt habe, wenn ich da schon viele Farben habe, dann, Helge, bist du noch da? Ah ja, alles klar. Dann frage ich mich natürlich, machen diese Farben auch irgendwie Sinn? Kann ich daran zum Beispiel erkennen, alles was blau ist, ist Attack und alles was grün ist, ist Release? Weiß da jemand was? Also ich glaube, die Farben jetzt hier bei dem Screenshot, die wir sehen, das ist einfach unwillkürlich. Das sind die Output-Buttons oder sowas, sind dann alle grau, so wie ich das sehe. Attack and Release ist rot und blau. Aber im Prinzip denke ich mal, dass das keinen tieferen Sinn hat. Man kann natürlich im Prinzip bestimmte Dinge färben. Man kann auch Spuren wieder färben, wie das geht. Man hat diese Fader-Caps, die gefärbt sind, je nach Gruppenkanäle, Instrumentenkanäle und so weiter und so fort. Unten sieht man das schön. Blau sind zum Beispiel Gruppenspuren und weiß sind Audiospuren. Und man kann natürlich unten die ganz normale Spurfarbe wiedergeben. Das geht natürlich auch. Okay. So, dann haben wir das schon mal geklärt, würde ich sagen. Inwieweit ist denn hier möglich, jetzt alle Parameter dieses Channel Strips zu editieren, Helge?
Also wir haben zwei verschiedene Modi und das, was man in den Screenshots sieht, das war schon die richtige Vermutung. Den haben wir auf dem 27 Zoll Bildschirm geschossen. Und da sehen wir praktisch den Extended Mode, das heißt, alle Channel Strip Parameter sind sichtbar. Sieht man ja auch mehrere Controls pro Modul. Und wir haben aber auch einen Easy Mode, da hat das Gate zum Beispiel einfach nur einen Drehregler und dann nimmt das ganze Ding auch weniger Platz weg und es ist auch um einiges übersichtlicher. Mhm. Gut, das sieht man hier ja auch. Du hast halt die üblichen verdächtigen Parameter, also für den Kompressor, fürs Gate, für den EQ, für Saturation. Du hast einen kompletten Parametersatz. Und das Schöne ist, du siehst den Channel Strip ja nicht nur in der Konsole, wie wir es jetzt hier gerade im Hintergrund sehen, sondern vor allen Dingen auch im Channel Settings Fenster. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht auch einen Screenshot zeigen können. Ja, wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, ob da jetzt einer kommt. Ich befürchte fast, da kommt jetzt gerade keiner. Ja, genau. Also eine Sache, bevor ich es jetzt vergesse, weil ich bin ja schon ein alter Mann, ich muss immer aufpassen, dass ich da schnell zu Potte komme. Eine Sache, die wir in dem am japanischen Video gesehen haben, was im Netz kursiert, dass da unten, wenn ich jetzt über den EQ rüberfahre, das schöne große EQ-Fenster aufgeht. Das ist Rollover-Action. Rollover! Mhm. Genau. Den habe ich auch woanders so noch nicht gesehen. Mhm. Nee, ist auch ein unique Feature. Und eine schöne Edition ist auch noch, dass wir jetzt einen Analyzer immer im Hintergrund zeigen vom EQ-Fenster. Also man muss auch keinen Analyzer-Plugin mehr laden, um nur mal kurz zu sehen, wie das Spektrum verläuft. Das ist standardmäßig jetzt im EQ-Fenster eingeblendet. Alles klar. André, du hast schon Audio durch Cubase 7 laufen lassen und was mitgemacht? Es wird ja versprochen, es soll besser klingen, der Mischer. Hast du irgendwas gehört? Hast gedacht, oh, da hat jetzt einer die Wolldecke von meinen Lautsprechern weggezogen. Endlich! Nee, nicht direkt. Also ich habe jetzt noch keinen kompletten Mix gemacht. Das müsste ich nochmal tun. Das habe ich leider noch nicht getan. Ich habe jetzt eher ein paar Mastering-Sachen ausprobiert und das klang alles gut, aber es ist war jetzt kein Aha-Erlebnis da, dass man plötzlich das Gefühl hatte, dass die Wolle aus den Lautsprechern rausgenommen wurde. Das wäre seltsam. Hat doch jemand geschrieben, dass das alles Quatsch ist. Wieso soll denn ein 32-Bit-Mixer, ist das schon perfekt? Ich kann es erklären. Bitte. Ja. Ich kann es erklären. Er klingt einfach deswegen besser. Wir haben ja ganz viele Workflow-Improvements da drin. Das User-Interface ist überarbeitet und uns war aber wichtig, dass er tatsächlich besser klingt. Und er klingt besser, eben weil wir diesen Channel-Strip jetzt in jedem Kanal drin hängen haben. Das hat vor allen Dingen auch noch den Vorteil, vorher hast du mit 5, 6, 7 Plug-in-Fenstern rumhantiert pro Kanal, die dir den gesamten Screen zugeklattert haben. Das ist vorbei. Du hast jetzt in jedem Kanal, hast du Gate, Kompressor, EQ, Saturation, Envelope Shaper, alles an Bord. Ja, aber das ist ja jetzt wieder, klingt der einfach per se besser, ohne zusätzliche Plugins. Ja, aber das ist aber nicht das, was gemeint ist, ne? Ich wollte gerade sagen, es geht das ist genau das, was gemeint ist. Aber es geht eigentlich um darum, wie der Mixer arbeitet, oder? Ja, genau. Aber dann ist das missverständlich kommuniziert. Man hatte den Eindruck, als hättet ihr da an der Software, in der Audio-Engine nochmal auf 128-Bit hochgebaut. Das habt ihr nicht, ne? Nein, das haben wir nicht. Wir sind weiterhin auf 32-Bit und wir denken auch, dass 64-Bit Audio-Mixing definitiv überbewertet ist. Das haben da immer die, die keins haben. Aber um das zu hören und den Headroom wirklich auszunutzen, da kannst du vielleicht ein Orchester aufnehmen und 256 Spuren zusammensummieren und dann möglichst mit ganz kleinen Leveln und so weiter und so fort. Also wir denken, 32-Bit macht einen amtlichen Sound. Das würde ich unterschreiben, ja. Okay. Könnte ich das noch mal ganz kurz wissen? Was findest du denn, Stefan, wo du hier schon neben mir stehst, die Möglichkeit, im Master einen Lautheitsmeter aufzurufen? Warum nicht in jedem Kanal? Prinzipiell super. Ja, unbedingt. Ich meine, man muss jetzt mal im Detail schauen, was das kann. Ich würde da gerne irgendwie so diverse Formate dann gerne sehen und so, aber das ist erstmal super. Versuche ich jetzt mal hier noch hochzuholen. Es gelingt mir leider wieder mal nicht rechtzeitig. Können wir doch einfach mal fragen. Gibt es irgendwelche K-Meters oder so drin implementiert? Ja, frag doch. Hier kannst du fragen. Also wir haben, was ja neu ist, ist das neue EU-Standard, diese EBU R128-Norm. Und die supporten wir jetzt auch in dem Loudness-Metering. Das ist halt wichtig für alle, die für Rundfunk und TV halt zuliefern. Die Norm ist eingeführt worden, einfach damit, im Moment hast du das Problem, sobald die Werbung kommt, ist es grottenlaut. Geht der Film oder die Serie weiter, wird es wieder ganz leise. Genau. Und eben genau, um das zu verhindern, gibt es diese neue Norm und wir supporten sie jetzt halt auch mit dem neuen Loudness-Meter. Genau. Und RMS-Loudness-Meter natürlich. Das ist das Wichtigste überhaupt, RMS-Loudness-Meter. Genau, da hat man nämlich immer das Gefühl, da kann man nämlich relativ
rein relativ leider nur objektiv mal schauen, wie weit man denn so von dem aktuellen Lautheitspegel noch entfernt ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Oder wenn man Sachen einfach angleichen will, die man selber produziert hat, 5 Tracks, muss irgendwie sehen, dass die einigermaßen gleich laut sind. Mhm. Das ist, kann schon eine Herausforderung sein. Mhm. Jetzt eine Frage von Mike, hat er hier bei uns auf der Webseite in den Kommentaren hinterlassen. Ist der neue Mixer barrierefrei? Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, wie das funktionieren sollte. Weißt du da was, Helge? Er ist es. Also Ching hat es ja schon angesprochen, man kann den gesamten Mischer per Tastatur steuern. Das ist uns wirklich wichtig gewesen. Und insbesondere für blinde Kunden ist es so, dass die Blindreader-Software ist darauf angewiesen, dass sich das Programm eben komplett per Tastatur steuern lässt. Und das ist jetzt im Mischer der Fall. Das war bisher die größte Hürde. Und das heißt, wir sind komplett kompatibel mit allen Blindreader-Programmen. Alles klar, cool. Nächste Frage, wir müssen ja Gas geben. Ne? Wir haben ja noch so, ich habe noch so viele Kärtchen hier liegen. Nur Stefan, ich habe auch nur eine Frage, nur das von daher. Also Lubi möchte fragen, gibt es jetzt VCA-Gruppen wie in Pro Tools? Soll ich oder will jemand anders? Du. Ich kann es gerne machen. Oder also weiß der Ching das, damit der Ching auch mal was sagt. Wir haben ein komplett neues Parameter-Linking-System, will ich es mal nennen. Wir nennen es Linked Groups und damit ist es möglich, unter anderem den Volume-Fader, also verschiedene Gruppen an Volume-Fadern zu bilden, die sich dann alle gleich verhalten. Also wenn ich an einem schiebe, bewegen sich alle anderen mit. Das Gleiche kann ich machen für Pan, für verschiedene Parameter. Und kann mir halt mehrere Gruppen gleichzeitig bilden. Ich kann für den Chor eine Gruppe haben, ich kann für die Gitarren eine Gruppe haben. Und das Schönste daran ist, ich kann das nicht nur permanent gruppieren, sondern ich kann auch, wir haben einen neuen Modus, den nennen wir das Quicklink-System. Das ist ein Ad-Hoc-Modus, da kann ich eben mal auf die Schnelle 5 Fader gruppieren, zusammen bewegen, zack, sofort die Gruppierung wieder auflösen. Also wir haben beides, einmal feste Gruppen, permanentes Linking, und dann ad hoc temporäres Linking. Okay, cool. Mhm. Frage von Non-Eric. Habt ihr jetzt das DML eingebaut? Kannst du vielleicht auch mal beantworten, Ching. Hast du das mal ausprobiert? Erklär mal, was ein DML ist. Das ist dein alter Arbeitgeber, ne? Meine alte Firma. Digital Musician. Digital Musician. Wofür steht das L? Digital Musician Link. Link, okay, genau. Also das ist jetzt in Cubase auch eingebaut. Ich muss dazu sagen, das ist das einzige Feature, das ich noch nicht ausprobiert habe, weil man braucht ja dazu 2 und ich habe eigentlich sonst keinen anderen Kontakt zu irgendeinem Beta-Tester, der da auch Zeit hatte, dass man das mal machen kann. Ich habe aber irgendwie nachgelesen, da sind einige, die da schon sehr aktiv waren und das scheint anscheinend ganz gut zu funktionieren. Das geht ja darum, dass man sich im Prinzip mit Musikern weltweit übers Netz verlinken kann und kann so. Kann man hier auch schön Daten sehen, man hat ja quasi in so einer Art Web-Skype, da ne? sieht man's, genau. Musiker-Skype. Das Ganze ist natürlich auch mit Chat und also mit Videochat, sodass man sieht, was der andere macht. Man hat so eine Art kleinen Control-Room drin, sodass man selber regeln kann, was möchte man von dem anderen hören, was kriegt der wieder zurück an Signalen und so weiter und kann sich dann beispielsweise aus Papua-Neuguinea von Gitarristen die Gitarre direkt in sein Cubase einspielen lassen. Wann wird das Ganze aber dadurch, dass das dann noch synchron tatsächlich bei mir wahrscheinlich in der Timeline als ganz normale Audiospur auftaucht? Na Helge, so wird das doch funktionieren. Ja, das ist halt der entscheidende Unterschied auch. Also Digital Musician, super Sache und ist ja auch dein ehemaliger Arbeitgeber. Das Problem da war ja folgendes, wenn man das mit Cubase verwendet hat, dann hatte man ein Plugin, wo eigentlich ein zweiter Sequencer drin lief. So, und das ist jetzt eigentlich der entscheidende Unterschied zu, wir nennen es VST Connect. Das kann man sich vorstellen, einfach ein digitales Kabel, wie Ching eben gerade zu Recht gesagt hat, der Künstler, der Gitarrist, sitzt vielleicht tausende Kilometer entfernt. Der hat eine Standalone-Version am Laufen, die ist kostenlos zum Herunterladen. Cool. Er verbindet sich mit dem VST Connect SE Plugin, was dann in Cubase läuft, und dort nehme ich direkt auf die Cubase Audiospur auf. Das ist also ein ganz wichtiger Unterschied zu dem alten Digital Musician System. Und wir denken, das ist ein großer Vorteil, ja, dass man nicht zwei Sequencer gleichzeitig am Laufen hat. Und in Time alles schön, ne? In Time, alles kompletter Latenzausgleich, natürlich. Boah, und jetzt meine Frage, das heißt VST Connect SE. Yeah. Wenn irgendwas SE heißt, dann gibt es auch noch das XL. Richtige, das Richtige. Die XL-Version. Ja. Na, Stefan, was glaubst du, was würde das sein? Was könnte da der Unterschied sein? Keine Ahnung. Geld kosten könnte es, mit Plus. Nee, oder eine Community nicht. Dahinter sein, oder...
ein Forum oder irgendwas. Meinst du, dafür bezahlt jemand? Weiß ich kann einen Hinweis geben. Ja, mach! Ne? Also, du hast natürlich vollkommen recht, die SE-Version deutet an, dass es davon noch eine Pro-Version geben wird. Und so eine Pro-Version, ich spekuliere jetzt einfach mal. Ja, ja, spekuliere, ist natürlich total aus. Könnte zum Beispiel die Audio-Verbindung krypten, also das heißt, nicht unkryptierte Daten übersenden. Man könnte sich vorstellen, dass auch mehrere Kanäle, Multikanalaufnahmen möglich sind. Also man oder hat eine vieles, Jobbörse man könnte vorstellen. Dahinter sein, Helge. Eine Jobbörse vielleicht. Die Pro-Version für die Pros, die dann pro Minute bezahlt werden per PayPal automatisch. Also solange die Verbindung steht und Audio fließt, wird pro Audiopaket 1 Cent per PayPal automatisch überwiesen. Da lacht ja sogar der Regisseur neben an. Das halte ich für sehr unrealistisch. Also wir glauben eher daran, dass die Studios mit festen Künstlern zusammenarbeiten und dass sie sich da mit ihren Tantiemen schon einig werden untereinander. Ja, also wenn ich Beta-Tester wäre, wenn ich Beta-Tester wäre, ne? Wenn ich das wäre, bin ich ja leider nicht. Dann hätte ich das schon lange getestet und zwar mit dem André Dubke, ne, richtig? Weil für uns und für dein Geschäftsmodell da draußen in Spanien ist das wie gemacht, umsteigen, sofort Studio One wieder in die Tonne, Cubase wieder rausgeholt und jetzt abgerockt, oder? Komm, wir beide, ne? Das ist eine tolle Sache, also ich arbeite ja mit vielen, vielen Musikern zusammen, auch Deutschland und auch die hier irgendwie um die Ecke wohnen, das ist schon cool, wenn man mal eben eine Gitarre braucht, sich da kurz zusammenschließt. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch gerade mit dir und Lara, ob das in der Praxis auch funktioniert. Ja. Da könnte ja bei mir sogar wieder so ein bisschen Cubase aufkommen im Studio, denn zwei Sachen sind meiner Meinung nach jetzt in diesem Update gravierend verbessert, die mich ein bisschen behindert haben bei der Arbeit mit Cubase, das war der Mixer. Und dass das DML nicht richtig funktioniert hat, das lag aber nicht an Steinberg, das gebe ich offen zu. Na gut, wollen wir mal weitermachen? Ja, ich hatte noch mal eine Frage zum Mixer, bevor wir dann noch weitergehen. Auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, ist, wie der Mixer mit dem Arrange korrespondiert. Weil das ist eine Sache, die mich immer wieder stört bei DAWs. Du klickst irgendwo eine Spur in deinem Arrange an und dann guckst du auf deinen anderen Bildschirm und fängst erstmal an zu suchen, wo ist denn jetzt eigentlich die Spur, die ich da selektiert habe. Das fällt mir sehr bei Steinberg, Stefan? Das ist ja die Frage, auf die Helge sofort die richtige Antwort hat, glaube ich. Das ist schön. Keine Ahnung. Okay. Also, was jetzt neu ist, und das hat tatsächlich ja früher auch ein bisschen genervt, dass die Mischerkanäle waren nicht synchronisiert mit den Spuren, die wir auf dem Projektfenster gesehen haben. Das ist jetzt anders. Die sind immer in Sync. Das heißt, wenn ich die Reihenfolge ändere der Spuren auf der Projektpage, wird das sofort im Mischer reflektiert und dort ändert sich auch sofort die Reihenfolge. Sie sind immer in Sync. Was nicht, also ein weiteres neues Feature ist ja unter anderem, wir können Kanäle ausblenden im Mischer. Leider ist es so, im Moment noch, das werden wir in einem Update nachliefern, blende ich einen Kanal im Mischer aus, wird er weiterhin auf der Projektseite angezeigt. Was ja auch ein Vorteil ist, aber wir wollen eigentlich das gleiche Visibility Management, so wie wir das nennen, wie wir es jetzt im Mischer haben, auch auf die Projektseite übertragen, sodass ich dort auch beliebige Spuren ausblenden kann. Was mir immer so auffällt, ist, dann klickst du eine Spur im Arrange an und dann taucht die irgendwann mal dann plötzlich ganz links auf. Dann klickst du eine andere Spur an, dann ist die plötzlich ganz rechts im Mixer. Was ich echt mal haben möchte, ist, dass sich der Hersteller darauf einigen könnte, dass man es einfach in der Mitte hat. Weil da guckst du im Bildschirm immer als erstes hin. Der selektierte oder was? Ja, der selektierte Kanal. Ja. Ja. Okay, du selektierst einen Kanal im Arrange und irgendwo dann links, rechts oder irgendwo in der Reihenfolge so arbiträr aufsteigend, wie auch immer. Du musst weniger Spuren arbeiten. Ja, ich super. Ich habe nur 8. Mach klasse. Finde ich immer alles. Na, ganz kurze Frage noch. Inserts und Sends sollen gleichzeitig darstellbar sein. Wie geht das? Ich glaube, André hat es auch noch nicht hingekriegt. Gibt es da einen Trick? Es ist leider noch eine etwas versteckte Funktion. Du hast jetzt ja wahrscheinlich den aktuellen Release-Kandidaten dort am Laufen. Es gibt eine Option, die nennen wir Exclusive Mode. Und die kannst du oben in der Mixer-Toolbar, versteckt sie sich hinter einem Button. Ah, okay. Und wenn die an ist, dann gilt praktisch, du klappst die Inserts auf und dann gehen die Sends zu und andersrum auch. Und wenn du den Exclusive Mode ausschaltest, dann ist das Verhalten eben anders, dann bleiben die Inserts stehen und die Sends kommen hinzu. Super, hab's gerade funktioniert bestens, klasse. Sofort ausprobiert, aber sehr gut. Ja, klar. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, was mich eigentlich bei Cubase
bisher immer gestört hat, so gut es auch ist, ist generell das Fenstermanagement. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meinen Mixer als Floating-Fenster immer vorne habe, was ich eigentlich generell immer haben möchte, habe mein Projektfenster vergrößert, also auch auf maximale Größe, dann ist es nicht möglich, zum Beispiel so ein Key-Fenster auch als Floating-Fenster davor zu bekommen. Das heißt, das öffnet sich dann immer über den ganzen Bildschirm, und wenn ich dann zum Beispiel einen Key-Editor zum Noten einmalen auf habe und dann das ganze 27-Zoll-Bildschirm mit diesem Key-Editor voll habe. Das ist viel zu viel. Deswegen wünsche ich mir eigentlich immer noch einen Key-Editor, der als Floating-Fenster aufgeht. Das ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig. Das wäre nochmal meine Bitte. Also das gesamte Fenstermanagement, das wissen wir, glaube ich, alle, und auch alle Anwender von Cubase wissen es, muss überarbeitet werden. Das ist allerdings ein Riesenumbau. Wir haben jetzt mit dem Mischer eigentlich angefangen, weil wenn du jetzt zwei Monitore hast, haben wir jetzt schon eine Verbesserung. Du kannst den Mischer in Fullscreen-Mode schalten. Und dann ganz normal, unbeschwert, auf dem anderen Monitor mit dem eigentlichen Cubase-Fenster weiterarbeiten. Aber das Problem, wie du es eben gerade beschrieben hast, ist bekannt und es wird auch gelöst werden. Aber die Umbauarbeiten jetzt für den Mixer haben sozusagen verhindert, also man muss irgendwo anfangen, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber es ist auf dem Zettel. Aber es wird passieren. Super, sieht man ja auch, dass das ganz neu ist, das Fenster im Mixer, das ist super, klasse. Ja. Cengi, bevor du da abdriftest und das machst, was ich dir eben noch verboten habe, dann kannst ich habe das gerade im Mixer ausprobiert. Sehr gut, weil ich habe eine Sache nämlich gefunden. Ich kann das nachvollziehen, weil ich hier auf dem Mac bin. Deshalb, da gibt es diese Problematik nicht, dass Fenster sich automatisch vergrößern und verkleinern. Das, was du so aufmachst und wieder zumachst, das bleibt beim nächsten Mal so. Also da ist das Fenstermanagement eindeutig besser gelegt, weil es ist ja auch zum großen Teil eine Sache des Betriebssystems. Absolut. Aber eine Sache, die ich immer bei Cubase ganz besonders, auch bei anderen Programmen immer noch vermisse, sind die sogenannten Screensets, die ich bei Logic hatte. Kann ich denn das jetzt, lieber Ching, mit MemZap machen? Dass ich sage, diese Einstellung der Windows und diese Zoom-Einstellung, die speichere ich mir jetzt hart ab und kann jetzt einfach auf die 1 drücken und dann ist das Arrangement so und auf 2 bin ich dann da. Geht das so? Genau, das geht. Natürlich gab es schon diese Fenstersettings für Zoom, gab es sowieso. Und es gab sowieso ja schon verschiedene Zoom-Stufen, die man sich als Tastaturkommandos ablegen kann. Das ist übrigens von mir ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man die Funktionen, wo man vielleicht flucht, das muss man da auch mit der Maus hin und her stellen, das würde ich als Tastaturkommandos einrichten. Da kommt man nämlich viel, viel besser mit zurecht, als dauernd immer mit der Maus irgendwelche kleinen Schieberegler irgendwie zu bedienen. Aber diese MemZap-Funktion ist ja genau das. Du kannst also zwischen zwei Zuständen hin und her toggeln. Und das kann man sich dann auch natürlich auf entsprechende Tastaturkommandos legen. Das habe ich auch schon gemacht. Gerade ein typisches Beispiel, du hast ein Arrangement oder sowas laufend in der Gesamtübersicht und musst jetzt aufzoomen zu einer bestimmten Zoomgröße, weil du irgendeine Audiodatei editierst. Dann kannst du das ganz schnell hin und her schalten letztendlich. Also hätte schon vorher funktioniert. So halb. Also das halb, ist natürlich nochmal on also top. Weil, du kennst es ja, Stefan. Diese Geschichte funktioniert. Ja, du kennst das bei Logic. Das ist da super simpel. Es kommt einfach wieder dahin, wo ich diesen Bildschirm verlassen habe. Also das ist für mich das einfachste und simpelste Konzept und keiner hat das am Start. Ist einfach zu sagen, das ist jetzt hier mein Screen, 1. Ich mache irgendwas anderes, speichere ich hier als 2. Wenn ich auf 1 drücke, bin ich wieder da, wo ich vorher war. Und was ich da ändere, wird dann auch wieder als Änderung übernommen. Es ist tatsächlich wie verschiedene Bildschirme, die ich alle verschieden einstellen kann, unabhängig voneinander. Das habe ich bei keinem Hersteller bis jetzt wieder so gesehen. Ja, stimmt, das war auch ziemlich stark von Logic, ne? Das, ja. die das muss irgendwie eine echte Herausforderung sein. Veto. Veto. Veto? Oh. Okay. Veto aus Hamburg. Veto okay. aus Hamburg. Da stand dieser Mist. Also was du gerade beschrieben hast, Hans-Jörg, das funktioniert ja mit unseren Windows-Screensets. Also genau das funktioniert. Nein. Ja, selbstverständlich. Seit wann? Keine Ahnung, seit wann. Es funktioniert auf jeden Fall. Also ich weiß es mit hundertprozentiger Gewissheit, weil ich es gerade letztens bei einem Freund eingerichtet habe und genau Mixer das gehabt. Erklärt habe. Natürlich kannst du dir den Mischer und so weiter an einer bestimmten Stelle speichern, das wie es die Instrument-Set. Du kannst auch sagen, ich habe da einen Key-Editor, da habe ich einen Sample-Editor und das wird gespeichert im Screenset. Und wenn du auf das nächste Screenset gehst, wird das auch gespeichert, dein letzter Stand von dem alten Screenset. Nein. Doch. Nein. Weil vielleicht kann ich Ching ja noch mal kurz live ausprobieren. Ich mach's mal gerade. Der Mixer ist das Problem, meiner Meinung nach, Helge. Ja. Komm, wir machen jetzt einen Proof. Nee, wenn du nämlich dann die Inserts oder die Effektumstellungen machst in einem Screenset, da es immer nur einen Mixer gibt, sind in allen Screensets dann auch dort wieder Inserts umgeschaltet auf Sound-Effekt. Aha!
Und das ist bei Logic nicht. Jetzt habe ich dich. Da hast du recht. Siehst du. Alter Mann hat auch mal recht. Aber ich habe trotzdem noch eine gute Nachricht dafür. Du kannst dir jetzt im neuen Mischer, ich versuche hier gerade mal so ein bisschen aus der Sonne zu kommen. Ja. Du kannst im neuen Mischer, hast du 4 Few Configurations, die du dir speichern kannst und zwischen denen du hin und her switchen kannst. Und zwar pro Mischer. Also du kannst ja insgesamt 3 davon aufmachen und kannst dann zwischen diesen 4 Few Configurations hin und her changen. Und in den Few Configurations wird gespeichert, zum Beispiel, dass du auf dem einen Kanal wolltest du das sehen, auf dem anderen wolltest du jenes sehen, wird alles mitgespeichert. Okay, das ist ein Schritt dahin. Habe ich gerade live ausprobiert, dass es klappt genauso. Also wenn man zum Beispiel eine Konfiguration will, man nur Insatz angezeigt bekommt und vielleicht von einem Kanal den EQ, dann kann man das abspeichern und kann zwischen diesen 4 Zuständen einfach umschalten. Geht auch über Tastaturkommandos und dann hat man genau das, was du eben beschrieben hast. Dann habe ich jetzt die Frage, auf die wahrscheinlich echt alle User warten. Kann ich, Key Feature bei Pro Tools, kann ich einen Mixer stehen lassen und die Projekte ändern? Also kann ich in einem, wo steht der denn dann? Nein, du hast einen Mixer und du veränderst immer nur dein Projekt. Song 1, Song 2, Song 3, Song 4. Ach, unabhängig. Ja, Micha, genau. Micha bleibt stehen. Und unabhängig vom Projektstatus. Das ist so wie früher. So wie früher in VST. Ja. Mit den Arrange Pages. Das war noch die gute alte Zeit. Ja, genau. Perfekt. Oh, da sind Schinken. Ja, das wäre schön. Haben wir aber im Moment nicht. Alles klar. Das wäre ein schönes Feature. Guter Tipp, finde ich cool. Jetzt frage ich mal den Ching. Die Marion hat uns gefragt, warum denn kein ARA eingebaut worden ist in Cubase 7. Die Frage kann ich beantworten. Hätte sowieso die Zeit wahrscheinlich nicht gereicht, weil es zu kurzfristig gewesen wäre. Aber es gibt ja jetzt Vario Audio 2.0. Und Ching, brauche ich denn dann überhaupt noch ARA, wenn das schon so super eingebaut ist bei Steinberg? Genau, also vielleicht zunächst mal dadurch, das war mir auch vollkommen klar, diese SDK, also die Beschreibung, wie ARA in Sequenzer eingebaut wird, die hat Celemony, soweit ich das weiß, im Juli diesen Jahres erst an alle Entwickler freigegeben. Und das ist natürlich viel zu knapp, sowas in so kurzer Zeit einzubauen, weil das ist nicht mal gerade eben, ich mache Copy and Paste, dann funktioniert das. Das ist ein bisschen größerer Aufwand, wird der Helge mir bestätigen können. Und Vari Audio 2.0 ist aber nicht, muss man sagen, nicht für polyphones Material gedacht. Also es ist weiter monophones Material. Man hat aber die Möglichkeit und kann zum Beispiel mehrere Gesangsspuren, habe ich heute Morgen noch gemacht, 5 Stück gleichzeitig selektieren. Die sind dann alle im Vari Audio Editor drin und können ganz einfach schnell umgeschaltet werden, entweder durch Mausklick oder mit einer Aufklappliste. Das ist so ungefähr wie wenn man mehrere MIDI-Parts in einem Editor offen hat. Also das funktioniert auf jeden Fall. Und die Erkennung der Noten, die Bearbeitung ist auch nochmal überarbeitet worden. Also ich habe das Gefühl, das klingt jetzt noch etwas unaufdringlicher, gerade bei, wenn man irgendwie ein bisschen größere Tonhöhensprünge macht, und es funktioniert alles etwas glatter und schneller, habe ich den Eindruck, also im direkten Vergleich zum Beispiel zu Cubase 6.5. Alles klar, aber nicht polyphon. Das heißt, da können wir ja jetzt den Helge fragen, wann denn ARA eingebaut wird oder ob ihr euch entschlossen habt, das gar nicht zu supporten. Also, Ching hat es eben gerade angedeutet, das SDK ist ja noch nicht lange verfügbar und man muss vielleicht auch einfach mal dazu sagen, es gibt bestimmt auch einen Grund dafür. Ich glaube, es hat über ein Jahr gedauert, bis es überhaupt stabil am Laufen war. Wir haben im Moment keine Pläne, das zu unterstützen, weil wir halt unsere eigene Lösung Vari Audio im Programm haben. Die werden wir weiter ausbauen. Ich will nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, aber wir haben im Moment eigene Baustellen, die uns doch wichtiger erscheinen. Unter anderem das Fenstermanagement. Wir haben auch noch ein paar weitere Verbesserungen für den Mischer in der Schublade, die in zukünftigen Versionen kommen werden. Und da hat ARA im Moment nicht die Priorität. Okay, jetzt noch eine Frage auch hier live aus dem Chat. Ist es richtig, dass es weiterhin nur 8 Insert-Plätze gibt? Das ist richtig. Okay. Allerdings muss man ja nun dazu sagen, dadurch, dass wir die Channel-Strip-Module haben, spare ich mir schon mal 5 Inserts allein dadurch, wenn ich halt eine Standardkonfiguration haben will mit einem Noise-Gate, einem EQ, einem Kompressor, ein bisschen Zerre drauf und Envelope-Shaper und einen Limiter hinten dran. Da habe ich schon mal gleich 5 Insert-Slots eingespart. Okay, das wäre auch die Frage von Mondero gewesen, unserem Regisseur und Kameramann. Wozu brauche ich denn diese Channel-Strips überhaupt? Das heißt also, damit kann ich schon mal die Insert-Plätze freihalten für die weiteren 8 Effekte, die nicht vom Channel-Strip unterstützt werden. Und dein Bildschirm. Du kannst vor allen Dingen deinen Bildschirm freihalten. Weil, also wenn man mal versuchen würde, im Projekt mit, sagen wir mal, einfach nur 30 Audiospuren, auf denen ich
Ein EQ und Kompressor hat man in der Regel immer drauf, auf den ich mal alle diese Plugin-Fenster gleichzeitig zeigen wollte. Da wirst du ja wahnsinnig. So, das ist eigentlich der riesengroße Vorteil, wenn du die Mix-Console aufmachst. Du siehst die Parameter nebeneinander, du kannst sie per Drag-and-Drop kopieren, hin und her schieben, alles Mögliche machen. Also das ist wir denken, das ist eine maximale Verbesserung. André, wie siehst du denn das, nachdem du jetzt eine Nacht wenig geschlafen, viel an Cubase gespielt hast? Wie siehst du das? Ich werde das mal versuchen im Mix, das auszutesten. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich bin ja jetzt gerade ein bisschen auch ein Fan von dem Alloy 2 zu mischen, was ja auch fenstermäßig sehr sparsam ist. Allerdings ist so eine eingebaute Variante auch nett und das muss man wirklich ausprobieren. Ist schon sicherlich interessant, wie so ein Mix klingt, der jetzt ausschließlich mit den Channel Strips gemacht wurde. Okay, da müssen wir noch warten, ne? Müssen wir einfach mal so gucken und hören, vor allen Dingen aber hören und nicht gucken, ne? Wie sich das denn so, ob die Versprechungen aus der Marketingabteilung denn auch. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Saturation-Effekte nicht Multiband sind. Das würde ich mir wünschen. Also wenn ich so Saturation benutze, dann meistens eher im hochfrequenten Bereich, in den Mitten weniger. Da würde ich mir noch so ein kleines Crossover-Filter wünschen. Okay, jetzt frage ich mal was ganz anderes, weil ich muss erst sagen, ich habe hauptsächlich Fragen von mir hier aufgeschrieben. Was ja auch in Ordnung ist, denn ich habe ja meine eigenen Probleme und Vorlieben und Stefan kennt die auch teilweise. Du kennst das doch, dein Rechner ist überlastet, du machst Ding, 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 merkst es, irgendwann ist Knistern, Knastern angesagt. Und da habe ich doch tatsächlich mal einen Entwickler gefragt von Magix. Ich habe gesagt, sag mal, warum macht ihr nicht einfach ein Warnschild? Können die Audiodaten in Echtzeit nicht mehr komplett berechnen? Bitte specke ab, wie wir das zum Beispiel bei einem Pro Tools kennen, das mit DSP läuft. Mhm. Dann heißt es einfach, nee, das geht nicht mehr. Mhm. Und da hat mir der Entwickler gesagt, wir wissen nicht, was mit unserem Audiobuffer passiert. Wenn der einmal ans Betriebssystem übergeben ist, wir wissen nicht, wann es knastert. Deswegen können wir das nur in etwas schätzen. Jetzt gibt es bei Steinberg etwas, was mich am meisten interessiert, an dem ganzen Update. Das heißt ASIOGuard. Was glaubst du, was das macht? Ich kenne nur Core-Audio. Okay. Helge, ist es das, was ich mir gewünscht habe? Mehr Sicherheit vor Überlastung. Was? Es ist genau das, was du dir gewünscht hast. Das haben wir uns alle gewünscht. Es ist nämlich eigentlich ähnlich wie Pro Tools auch arbeitet, wie Magix auch arbeitet und Logic auch. Es wird ein Unterschied gemacht zwischen den Spuren, die einfach nur abspielen und Input-gemonitorten Spuren, also die Spuren, wo es wirklich auf Echtzeit ankommt. Und nur die Spuren, die Input-gemonitort sind, werden mit der Echtzeitlatenz berechnet, also so wie bisher auch. Aber die Playback-Spuren, nenne ich sie jetzt mal, die werden mit einer höheren Latenz berechnet und dadurch entspannt sich das gesamte System. Die Performance-Anforderungen kommen runter und du hast insgesamt mehr Performance zur Verfügung. Okay, Moment. Das ist gerne was dabei entsteht, sagen. Ich habe vor der Sendung extra noch auch mal einen kleinen Test gemacht mit einer klassischen Rocknummer, 33 Spuren, Effekte, alles drauf, paar virtuelle Instrumente mitlaufen und habe das Ganze mal ohne ASIOGuard laufen lassen. Wir haben jetzt hier in Cubase ein neues Metering drin, wo man im Prinzip sieht den Unterschied zwischen CPU-Auslastung und diesen ASIO-Load-Spitzen. Mhm. Und da war ungefähr die CPU-Auslastung des Projektes, ich würde mal sagen, bei 23-24%. Und nachdem ich den ASIOGuard angeschaltet habe, das gleiche Projekt ungefähr, würde ich sagen, bis maximal 18%. Das heißt, ich habe irgendwie 5% dadurch gespart, was ich schon für sehr, sehr erheblich halte. Aber ist es denn auch eine Sicherheitsstufe, wo ich dann sage, okay, Steinberg sagt mir jetzt, du bist am Limit? Helge, ist das so? Also wir teilen das nicht mit. Wie Ching richtig gesagt hat, haben wir halt ein komplett neues Performance-Meter, was unserer Ansicht nach dem Anwender bessere Informationen darüber gibt, wie das System ausgelastet ist. Also das ist eigentlich unser Beitrag dazu in Sachen Sicherheit. Und natürlich ist es auch so, wenn du ein Projekt hast, was schon an der Grenze ist, und du willst dann aber noch eine Spur aufnehmen mit möglichst geringer Latenz, weil du zum Beispiel eine Gitarre einspielst über den VST. Ja, genau, das alte Problem noch, das kennen wir doch, das Native-Problem. Ich bin jetzt schon am Limit irgendwie und jetzt will ich noch eine Tambourin einspielen, aber nicht mit 100 Millisekunden Latenz. So, genau. Und genau dafür ist ASIOGuard eigentlich gemacht. Moment, dass das halt weiterhin möglich ist. Okay. Und wie viel ASIOGuard entlastet, das hängt davon ab,
ob vor allem viele Audioeffekte verwendet werden oder ob eher mehr VSTIs verwendet werden und zum Beispiel mit, im Zusammenhang mit Samplern, die auf Disk-Streaming angewiesen sind. Damit arbeitet AgioGuard im Moment nicht zusammen. Das heißt, da ist das Feature abgeschaltet, weil es sonst zu Hiccups kommt mit dem Disk-Streaming von den Samplern. Okay. Aber ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Wie hoch ist denn die Latenz, die da entsteht? Das würde ja auch zum Beispiel das Metering betreffen, ja, aber auch die Bedienung mit der Maus, wenn man zum Beispiel Volume bedient oder ein EQ. Das würde ja dann auch nicht ganz in Realtime laufen, oder? Das stimmt. Allerdings ist die höchste Latenz, das Setting wird automatisch gewählt von Cubase. Und die höchste Latenz, die entstehen kann, sind 20 Millisekunden. Das ist vernachlässigbar. Das ist ja sehr wenig. Ja. Also das heißt, das ist immer noch vollkommen okay, um zu mischen, um Mute-Taster zu drücken, Solo, mal Volume hoch runter zu reißen, ist alles okay. Also es ist nicht so, dass da auf einmal eine Sekunde Latenz oben drauf kommt. Aber super, jetzt habe ich das verstanden, es wird die Input-Latenz, ist jetzt unterschiedlich von der Ausgangslatenz? Ich kann es auch einmal strukturiert erklären. Es ist folgendermaßen, du bist auf einer MIDI-Spur. Diese MIDI-Spur ist an ein VSTI geroutet. Mhm. Und jetzt, du hast sie angewählt und dadurch ist sie automatisch Input Monitoring enabled. Du kannst es hören. Das passiert mit der Latenz wie bisher auch. Das ist genau die Latenz, die du eingestellt hast unter Device Setup, VST System. Andere Spuren, nehmen wir mal an, eine Gitarrenspur mit VST Amp Rack, wo du die Spur im Moment nicht angewählt hast oder nicht Input Monitoring enabled hast, die werden mit einer höheren Latenz berechnet. Und dadurch kommt es insgesamt zu einer Reduktion der CPU-Last. Das haben doch die Jungs von Magix auch am Start, ne? Sowas ähnliches. Ja. Okay. So eine Art Management für die Logic auch. Pro Tools Logic auch. Logic schon ganz lange. Ne? Und das war früher auch immer der Grund, warum man nur ein Instrument zur Zeit aufnehmen konnte, glaube ich. Da könnte man, glaube ich, nicht zwei Instrumente gleichzeitig. Ich nehme an, das geht mit Cubase 7. Das geht mit Cubase 7, natürlich. Und uns war auch wichtig, dass man das gesamte Feature abschalten kann. Also das ist ein sehr neues Feature, man weiß aber nicht genau, mit bestimmten Plugin-Konfigurationen kann das auch zu Problemen kommen. Wir kennen bisher keine, aber die Erfahrung zeigt bei geschätzten 4.500 VST2-Plugins alleine, dass da immer was bei sein kann. Und bei uns kann man es abschalten, bei Logic kann man es nicht abschalten. Und das führt unter anderem zu dem Problem, was eben gerade schon benannt wurde. Ich habe natürlich mit solchen Monitor-Geschichten, also Software-Monitoring, nicht wirklich immer gearbeitet. Ich mache es meistens über den Mio-Mixer. Nur, ich verstehe dabei nicht, wie nachher die Sachen wieder synchron kommen. Aber ich glaube, ich muss damit mal arbeiten. Ich probiere das mal aus. Ja, ne? Merkst es als Anwender eigentlich gar nicht. Das ist die gute Nachricht. Du merkst es eigentlich nicht. Was du merkst, ist, dass die CPU-Last runterkommt. Okay, das hört sich ja erstmal gut an. Also schon wieder was mir entgegenkommt an QVC. Judy, Chingy, jetzt brauche ich dich. Vor allem aus folgendem Grund. Du hast ja auf MuseTalk diesen schönen Cubase 6 Songwriting Kurs hier auf MuseTalk gegeben. Ne? Ich glaube, 6 oder 7 Folgen. Ja, das war genau. Songwriting mit Cubase 6.5. Und ich kann weder Noten lesen, noch interessiert mich der Scheiß. Ja? deswegen musst du mir erklären und dem Eric, was ist denn Hermode und Akkordbegleitung und allen Kram. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist HMT, nennt sich das Ganze. Du als alter Waldorf-Fan solltest das eigentlich kennen, weil HMT war schon im alten Microwave mit drin. Kannst du direkt mal nachgucken. Ne? Ja. Wo ist er? Ja. Und jetzt geht er natürlich holen, ist mir klar. Er holt ihn. Er holt halt diese riesen Staubwolke. Ja. Ei, da ist er. Da ist HMT drin, genau. Darf ich nochmal diesen roten Knopf? Nee, warte mal. Und das Geilste an dem Ding ist das, was hier steht. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Mal gucken, Regie mal auf die. Kann man leider nicht mehr, ne? Nee. Da steht nämlich Seriennummer. Prototyp. Das ist ein Prototyp Microwave. Mein Gott. Und der funktioniert? Dann könnte ich jetzt mein Microwave 2 nehmen. Da steht nämlich hinten drauf, bitte keine Katzen ins Gehäuse einschließen. Okay. Okay. Also,
HMT, Hermit Tuning, im Prinzip ist die Theorie dahinter, dass teilweise gespielte Akkorde nach unserer abendländischen Stimmung eben nicht reinklingen. Und HMT macht diesen Reinklang in Echtzeit, indem bestimmte Sachen in Echtzeit transponiert werden. Da kann man sich auch sehr schön auf der entsprechenden Webseite von Hermit kann man sich diese Theorie dahinter durchlesen und auch entsprechende Soundbeispiele sich anhören, wo das geschichtlich herkommt und was das für Vorteile hat. Wichtig ist einfach, dass Cubase das jetzt drin hat und im Prinzip virtuelle Klangerzeuger wie die VST3-Klangerzeuger von Cubase das unterstützen, sodass man gerade, wenn man mit echten Instrumenten zusammen was macht, hat man unter Umständen ein, ich sag mal, etwas leicht strahlenderen Akkord. Also es klingt etwas anders. Ich will nicht sagen, also besser. Also etwas anders ist schon untertrieben, wenn du dir die Beispiele mal anhörst, also auf dieser HMT-Seite. Ja. Da ist ein ganz einfacher Dreiklang mit einem ganz einfachen, billigen Synthi-Sound und man hört, wie der schwingt. Also man hört, dass der einfach unsauber klingt. Die Schwebung, klar. Und dann bereinigt, hat man also einen ganz, ganz anderen Eindruck von dem Akkord. Und ich bin unglaublich gespannt, wie sich das in der Musikproduktion dann auswirkt. Also das ist ein Riesenunterschied und das ist für mich eigentlich das größte Feature, was mich jetzt im Cubase 7 wirklich interessiert. Und ganz toll wäre das, ich weiß nicht, ob das möglich ist, wir haben ja auch ein kleines Stimmgerät im Cubase, wäre das nicht möglich, auch wenn man eine Tonart hat, dass das Stimmgerät auch ermöglicht, zum Beispiel die Gitarre, die man dann dazu einspielt, dann auch gleich rein zu stimmen, also nicht wohltemperiert zu stimmen, sondern auch rein, dass man das also diese Stimmung auch auf seine Gitarre, aber anderes. Dass das mit jedem Griff und jeder Lage dann komplett wieder verändert. Genau, ne? Ja. Das genau, man müsste das. Für einen Akkord kannst du das machen, für E. Schränken. Das ist, genau, das ist kompliziert. Wir nachher mal aus. Wenn ich es kurz erklären kann, ist kompliziert aus einem ganz einfachen Grund. Hermod Tuning bleibt ja kompatibel zur wohltemperierten Stimmung. Das ist eigentlich ein riesengroßer Vorteil und das wird dadurch erreicht, dass eigentlich die Noten, je nachdem, welche Note vorher gespielt wurde oder welche Noten vorher gespielt wurden, in Echtzeit ständig um die wohltemperierte Stimmung herum getuned werden. Also mal ein paar Cent höher, mal ein paar Cent tiefer und das passiert die ganze Zeit, sodass es möglichst unhörbar ist. Also man kann nicht sagen, dass es ist dann keine Reinstimmung, es ist für das Intervall in dem Moment eine Reinstimmung. Es wird dann aber, damit die Terzen nicht total schief klingen, auch wieder zurückgestimmt. Es wie heißt der Typ? Wenn die Typen vorher gespielt wurden. Weil du hast es, wenn du einen guten Gitarristen hast und der kommt ins Studio, das hatte ich auch öfter, der stimmt halt nicht nach Stimmgerät dann die Terz genau nach Terz, sondern der sagt, der stimmt nach Quinten. Spielt dann G-Dur und verstimmt die dann absichtlich ein klein bisschen, sodass der G-Dur dann absolut sauber klingt. Das wäre auch für mich eine tolle Hilfe, wenn man sowas irgendwie mal einbringen könnte ins Stimmgerät. Aber das ist sicherlich kompliziertes Thema. Ich als Punkrocker habe ja meine Auftritte, meine ersten Auftritte nur mit Stimmgerät bewältigen können, weil ich vor meinen ersten Konzerten nicht in der Lage war, meine Gitarre nach Gehör zu stimmen. Ja. Mittlerweile schaffe ich das. Aber jetzt noch eine andere Geschichte, frage ich nämlich auch mal den André. Hier steht, und das hört sich wieder nach was an, was für uns gut sein könnte, mit Cubase 7 müssen Sie kein musikalisches Genie sein, um wohlklingende Harmoniefolgen zu komponieren. Ist denn das für dein Songwriting mit deiner Frau jetzt eine Hilfe? Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich mittlerweile mich in der Harmonielehre so weit zu Hause fühle, dass ich da meine Akkorde auch weiß, welche Akkorde ich wie verwenden kann. Ich habe aber früher durchaus angefangen, mit dem Quintenzirkel Songs zu schreiben. Das heißt, ich hatte irgendwie eine Akkordfolge von ein, zwei Akkorden, hatte eine Melodie und wusste nicht wirklich Bescheid, habe mich dann hingesetzt mit dem Quintenzirkel für Gitarre und habe geguckt, welche Akkorde stehen mir zur Verfügung, wie sieht das aus, wenn ich das transponiere. Und das ist eine super Hilfe. Also ich finde das toll, wenn man irgendwie einen Anfang hat und gleich weiß, ich habe hier noch diese Akkorde, die ich noch verwenden kann, die in der Tonart sind, finde ich eine super Hilfe. Aber gab es das schon immer bei Steinberg, ne? Ching. Style Sheets oder Style Tracks oder was war das? Da gab es das schon mal. Das ist doch schon Atari-Zeit, ist das Ja, ist doch kein Cubase, nur weil so ein Atari ist. Ja, ne? Ich dachte auch so ein Notator. Aber das Ding könnte wirklich eine Hilfe für dich sein, weil diese Akkordspur, die neu, die kann natürlich noch weitaus mehr. Also du kannst zum Beispiel Folgendes machen, du lädst irgendeinen Song rein, du hast ein Layout gemacht, bestehend aus ein paar MIDI-Spuren mit entsprechenden Akkorden und du möchtest das jetzt in Echtzeit, möchtest du andere Sachen ausprobieren. Bis dahin musstest du eben hingehen, musst du sagen, gut, ich probiere andere Akkorde aus, ich gehe jetzt zum Beispiel bei meinem E-Piano ein, ändere da Akkorde, spiele was neu ein, dann muss ich vielleicht eine Bassspur anpassen, eine Begleitspur oder sowas, muss man alles
anpassen. Das ist jetzt so, dass aus diesen Spuren, aus den bestehenden Akkorden, kann automatisch eine Akkordspur erzeugt werden und die kann ich in Echtzeit transponieren und das wirkt sich auf den gesamten Song aus, wenn ich das möchte, inklusive auch zum Beispiel auf Vocals, die beispielsweise oder Gitarren, die in Vari Audio drin sind, natürlich nur monophones Material. Das wird auch in Echtzeit alles dann dementsprechend über die Akkordspur gesteuert. Okay. Ich sehe gerade, wir kriegen schon Timing-Probleme hier. 5 Minuten. Noch 5 Minuten. Kannst du noch kurz ergänzen? Ja, bitte. Jetzt ist im Prinzip ja schon vieles gesagt worden. Eigentlich ist der Anwendungsfall, probier mal eben aus, wie klingt denn das Arrangement, wenn ich da statt G-Dur mal eben F-Dur habe. Ne? Und wenn ich da ein umfangreiches Projekt habe mit vielen MIDI-Spuren, dann muss ich mich halt unter Umständen durch 30 MIDI-Spuren durchwühlen, sie alle einzeln im Key-Editor anfassen. Das wird halt vereinfacht. Was auch großartig ist, ist eigentlich der zweite Aspekt, das ist der Chord Assistant, nennen wir das. Wenn ich eine Strophe habe, die ist in C-Dur und ich habe den Chorus in G-Dur und ich weiß aber nicht, wie mache ich meine Bridge, dass ich aus C-Dur zu G-Dur rüberkomme, dann kann mir der Chord Assistant Bridging-Akkorde vorschlagen, auch verschiedene Variationen von Bridging-Akkorden, wie ich halt möglichst schnell in die andere Tonart rüberkomme. Also das ist schon ziemlich ausgefuchst und auch funktioniert ziemlich cool. Gut. Ich habe hier noch 2 Fragen, die alle zusammenhängen. Einmal von RK und einmal von Backbeat. Wie das denn mit diesem Controller-Editor jetzt aussieht. Meine Frage würde ich dazu noch reinschmeißen wollen. Und zwar, wie sieht denn das jetzt aus? Ich bin ein bisschen unsicher. Ist das so ähnlich wie bei Studio One, dass ich für jedes Instrument immer eine verschiedene Controller-Konfiguration speichern kann? Oder wie ist das jetzt zu verstehen mit Quick Controls? Helge. Also, Hans-Jörg, du erinnerst dich ja vielleicht noch dran. Ich glaube, es ist so 10, 11 Jahre her, als wir zusammen mal die erste Implementation der Mackie-Control in Cubase zusammen untersucht haben. Ja, und von Helion. Oh ja. Es war herrlich. Ja, ja, ja. Eins der entscheidenden Probleme, was wir damals ja festgestellt hatten, war, es gibt eben keine Möglichkeit anzupassen. Nehmen wir jetzt mal einfach ein Kompressor-Plugin oder auch ein komplizierteres Plugin, was viele Parameter hat. Man konnte nicht anpassen, welcher Parameter in welcher Reihenfolge auf den Rotaries aufschlägt. Ja. Und dieses Problem adressiert jetzt genau der neue Remote Control Editor. Dort kann ich sagen, in welcher Reihenfolge kommen die Parameter auf die Rotaries, pro Effekt oder pro Instrument. Und ich kann auch sagen, ist es ein Drehregler, der von 0 bis 127 Werte liefert oder auch in höherer Auflösung? Oder ist es ein Switch? Okay. Diese ganzen Spielarten oder ist es ein Balance oder ein Pan Control und so weiter und so fort. Das kann ich für jedes Plugin jetzt festlegen und mir eine eigene Konfiguration machen. Oh, das ist ja cool. Das ist ja sogar noch besser. Davon profitieren alle Remote Controls, also die Mackie genauso wie das großartige neue Yamaha Nuage Remote Control System. Okay. Habe ich verstanden. Eine Sache, die ich auch noch loswerden muss, sonst sind mir meine Zuschauer böse. Der Matthias Breitbach sagt, der Support muss besser werden. Aber da gibt es ja nichts zu sagen, den macht er einfach besser, oder? Muss also ich finde, wir machen ihn schon ganz gut und wir haben ihn auch maximal verbessert innerhalb der letzten 3 bis 4 Jahre. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel Maintenance, also wie viel Service-Updates wir eigentlich geliefert haben, und wie viele Probleme auch adressiert worden sind, die draußen tatsächlich ein Problem waren, finde ich, sind wir schon auf jeden Fall besser geworden, wesentlich besser. Aber natürlich kann man das immer weiter verbessern. Deswegen wollte ich das auch so einfach nur in den Raum schmeißen, damit der Matthias nicht denkt, wir würden das einfach nur unterschlagen, weil wir uns nicht trauen, das zu sagen. Das tun wir natürlich. Denn Support kann ja immer nur besser werden. Richtig? Oder? Du machst auch Support, alle machen wir Support. Support kann immer nur besser werden. Muss ich besser werden. Ich kriege da immer nur Komplimente für. Na, siehst du mal. Demnächst Steinberg auch. Pass auf. Jetzt, Helge. Jetzt haben wir noch eine Minute. Jetzt ist natürlich jetzt die Frage, warum jetzt der Mixer und was könnte das die nächste Großbaustelle sein, an die ihr euch rantraut? Die nächste Großbaustelle, das habe ich ja eigentlich schon gesagt, also das Fenstermanagement wird sicherlich ein Thema werden in einem der nächsten großen Major-Updates. Ein anderes Thema, was wir haben, ist das Aufbohren der Instrument-Tracks. Die sind im Moment ja
ich nenne sie mal monophon, weil sie halt nur genau eine MIDI-Spur haben. Was wir eigentlich gerne wollen, ist, dass verschiedene MIDI-Spuren in einen Instrument-Track hineingefeedet werden können und dass die Instrument-Tracks auch mehr als nur einen Stereo-Output ermöglichen. Und daraus abgeleitet eigentlich die Fusion, die Zusammenführung aus zwei verschiedenen Systemen, nämlich dem VSTi-Rack auf der einen Seite mit MIDI-Spuren und den Instrument-Tracks auf der anderen Seite. Das wollen wir zusammenführen. Das ist in dem Fall eine fette Baustelle. Fenstermanagement habe ich gesagt und dann haben wir natürlich auch noch ein paar geheime Baustellen, da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen. Das soll dir auch gegönnt sein. Tingy Babyline, was willst du denn in Cubase 8 noch sehen, was du jetzt nicht gekriegt hast? Also ich würde gerne das sehen, was Helge gesagt hat. Ich hätte gerne einen Instrument-Track, dem ich beliebig MIDI-Spuren zuweisen kann und aus dem ich auch nachträglich heraus Einzelausgänge wählen kann. Das wäre für mich eine der Hauptverbesserungen. Ansonsten, was man sich noch wünschen könnte, also das wünsche ich mir jetzt für die Anwender, nicht für mich, weil ich habe einen Sender, ich kann da alles machen, was ich will, aber vielleicht wäre es sinnvoll, so eine Art Halion 4 SE in Cubase einzubauen, wo der Anwender selber die Möglichkeit hat, auch andere Formate zu laden und zumindest abzuspielen. Das muss ja definitiv nicht so ein umfangreiches Produkt wie Halion 4 sein, das ist klar. Das sind im Prinzip die zwei Dinge, die ich mir wünsche. Und auf alles andere bin ich gespannt und lasse mich überraschen, weil ich erwarte ja auch von einer Firma wie Steinberg Innovation. Und ich denke mal, jetzt mit Cubase 7 haben wir erstmal einige nette Sachen bekommen. Ja, wenn man nämlich nur das macht, was die Anwender wollen, dann wird es ganz, ganz langweilig. Ne? Ja. Ich will das so haben wie in Ö und noch wie in H. Was willst du denn noch, André? Komm, große Wunschliste. Also das Einzige, was wirklich für mich ein kleines Problem noch ist, ist das Fenstermanagement. Aber das ist angesprochen, das ist eine Baustelle und ansonsten finde ich das super. Ich finde die Möglichkeit toll, jetzt mit Vari Audio auch für ungeübte Künstler professionelle Chorsätze erstellen zu können. Mein Tipp immer wieder, lasst euch die Chorsätze erstellen von Vari Audio, aber singt die danach einfach nochmal nach. Das ist eine ganz tolle Sache. Doppelt die dann auch. Dann kommt man zu wirklich richtig fetten Ergebnissen und das ist eine tolle Hilfe dann, wenn man dieses Vario Audio einfach auch zum Komponieren einsetzt und dann das nochmal nachsingt. Das ist cool. So, Stefan, du gehst jetzt gleich mit zum Italiener, gehe ich von aus. Ne? Machen wir mal eine schöne Runde. Was fällt dir denn jetzt als Schlusswort noch zu Cubase 7 ein? Macht mich neugierig und ich finde den Weg ganz gut. Keine Featureitis, keine irgendwelche Tube-Screamer, die in bildgetreu original nachgebildet werden, sondern irgendwie... Sondern richtige Features, ne? Nicht einfach nur ein paar VSTIs reingeballert. Das genau. Ist ja mittlerweile die Mode. Ne? Ja, in der Tat. Ja. Und also ich denke auch, der richtige Weg. Und also Lob noch. Eine 6.0, eine 6.5, eine 7.0. Also nicht nur diese Riesensprünge, sondern auch schöne Maintenance-Updates. Muss man schon sagen, das gefällt mir gut. Ich finde das sonst nämlich immer blöd, wenn man einfach immer nur so alle zwei Jahre was auf den Tisch kriegt. Ne? Judy, jetzt müssen wir leider noch die letzte Frage stellen nach der Kohle. Wie sieht das aus? Ich habe einen Cubase 6.5 gestern gekauft. Was ist jetzt los mit mir? Ich krieg 7.0 umsonst. Richtig? So ist es, dann kriegst du 7.0 umsonst. Also alle Cubase-Updates und Upgrades und auch Vollversionen, die nach dem 25. Oktober gekauft und aktiviert wurden, fallen automatisch in die Grace-Period rein. Das heißt, diese Kunden werden automatisch einen Cubase 7 bekommen. Ansonsten zu den Preisen kann man nochmal sagen, wir haben es ein bisschen gerechter jetzt gemacht. Wer von einer 6.5 kommt und das Update kauft, zahlt 149 Euro. Wer von einer 6.0 kommt, zahlt 199. Und wer immer noch auf Cubase 4 oder 5 ist, zahlt 249. Wir wollen einfach die Leute, die die Updates immer mitgemacht haben, da an der Stelle auch das Signal geben, sie haben das Richtige getan. Alles klar. Ja, gut. Hört sich einigermaßen fair an, würde ich sagen. Ja, super. Wann kommt denn jetzt dein Cubase 7 angeschickt? Das kommt am 6. Dezember, ne? Oder, Helge? Nee, am 5. Dezember hast du es auf dem FDP. Na, aber vorher. Vorher. Aber wir machen das. 5. Dezember habe ich es auf dem FDP, ne, Helge? 5. Genau, alles klar, super. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen Schluss. Ja. Ich bedanke mich als erstes mal beim Helge, dass er die Zeit gefunden hat, uns hier von erster Hand zu informieren, wo man dann auch mal richtig nachfragen kann, sich Sachen erklären lassen kann, die mir total in den falschen Hals gekriegt hat. Danke, Helge. Ja, ich danke euch. Ja, und wie gesagt, kann man ja auch vielleicht mal hier vorstellen, ne? Mal
mit dem Rechner und so, kommst du mal nach Berlin, bist herzlich eingeladen beim nächsten Mal. So eine Präsentation vielleicht auch mal hier ins weltweite Netz mit Livestream. Und dann, da muss ich jetzt erstmal in eigener Sache wirklich mich entschuldigen, bei allen, die es um 12 Uhr zum Live-Chat geschafft haben und enttäuscht sind, dass dieser blöde Chat nicht geht. Da sind wir leider hilflos. Er ging um 11 Uhr noch, jetzt geht er nicht mehr. Wir werden für die nächste Sendung hoffentlich einen eigenen Chat-Server am Start haben und dann klappt das auch besser mit den Fragen aus dem Livestream. Schön. Dann bedanke ich mich noch beim André. Gerne, hat Spaß gemacht. Das ist ein tolles Update und vor allen Dingen sehr musikalisch. Auf das HM-Tuning bin ich wirklich sehr gespannt. Und sobald ich eine Version habe, machen wir VST Connect. Na, wir haben ja ein Projekt, dann können wir das sofort einsetzen. Dann bedanke ich mich beim Holger, dass er die Zeit gefunden hat, zwischen den 377 Videos, die er gerade für die neue Videoanleitung Cubase 7 dreht, dann auch mal kurz aufzustehen und sich vor seinen Greenscreen zu setzen. Ja, genau. Ich habe noch eine Anmerkung. Es gibt einen auf dieser Welt, der für den kostet nämlich eine Cubase 7 Version überhaupt nichts. Und das ist der glückliche Gewinner, der an unserem Tag der offenen Tür am 25.11. bei uns bei Audi Workshop in Walldorf vorbeikommt. Wir verlosen nämlich unter allen Teilnehmern eine Cubase 7 Version mit freundlicher Unterstützung von Steinberg. Ah. Und wir werden natürlich an dem Tag auch eine kleine Cubase 7 Preview geben. Das gehört natürlich auch mit dazu. Und da freuen wir uns schon. Wir haben schon zahlreiche Anmeldungen bekommen. Und ich denke mal, das wird ganz schön voll werden bei uns. Aber du weißt, dass das doch ein bisschen lange hin ist, ne? 25.11.? Ja, aber 2013. Ich meine, 5. Dezember kriegst du erst eine Version, die du offiziell zeigen darfst. Das heißt also 2013 am 25. November. Also, nein, da müssen wir einmal noch mal gucken, was da los ist. Kriegen wir alles hin. Ich bedanke mich beim Stefan, dass er da war. Was? Was war? Du kannst gerne vorbeikommen, wenn du möchtest. Ja, nächste Woche. 25, ja. Dann siehst du so schon eher. Was? Dann siehst du sie schon eher. Ah, das ist gut. Dann fahre ich einfach nach Waldorf. Dann kann ich wenigstens mal Steinberg Cubase 7 sehen. Genau. Auch schön. Ja, Stefan. Ja. Und du sagst, ach, du sagst natürlich gar nichts mehr, sondern bei dir bedanke ich mich, dass du vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Du bist auch unterwegs, weil du heute Abend in Berlin im Hansa-Studio zu Edit gehst. Ne? Genau, richtig. Ja, wir präsentieren mit Magic Halo das Production Bundle für AHX. Mhm. Und ja, Edit hat heute seine, ich weiß nicht, so eine Roadshow ist das, glaube ich. Die machen sie in verschiedenen Städten. Und heute Abend in den Hansa-Studios. Da freue ich mich übrigens drauf. Ich war doch noch nie in den Hansa-Studios. Oh, ich war schon zweimal. Ich war 1982 bei der Sinclavier-Demo. Siehst du, wird doch mal wieder Zeit. Komm. Ja, wird mal wieder Zeit. Ne? Dann grüß schön. Ja. Gut, aber bis dahin, bis zum 25. November 2013, wollen wir nicht warten, sondern nur bis zum nächsten Montag. Da geht es hier weiter auf Musetalk. Und bis dahin, make more music mit Musetalk. Tschüss. 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 Tschüss.